Der Kahlenberg. Ein bekanntes und beliebtes Ausflugsziel für die Wiener bietet einen wunderschönen Ausblick auf die Bundeshauptstadt. Über den Kahlenberg führt die sogenannte Höhenstraße, welche zwischen 1907 und 1935 erbaut wurde und aus ca. 100.000 Quadratmetern Granit-Kleinsteinbelag oder auch Kopfsteinpflaster genannt besteht. Auf dieser Straße wird die Straßenrad-Staatsmeisterschaft 2018 ausgetragen. 3, 2, 1, ab! Und das ist der Start. Alles Gute für das Rennen! Bereits um 9 Uhr starten die 26 Athletinnen auf den 20 Kilometer langen Rundkurs. 5 Runden, also insgesamt 100 Kilometer, sind zu bewältigen. Zuerst geht es vorbei am Schloss Kobenzl, die Höhenstraße und die Sieberinger Straße hinunter nach Klosterneuburg und über den 4 Kilometer langen, holprigen Anstieg wieder hinauf zum Kahlenberg. Hier teilt sich das Feld auch prompt und circa 2 Kilometer vor der Durchfahrt bildet sich eine vierköpfige Spitze. Mit dabei sind Martina Ritter, Sarah Reikes, Barbara Mayer und Angelika Tatzreiter. Nach der ersten Runde beträgt der Vorsprung der Spitze bereits 22 Sekunden. Er wird nun sogar mit jeder Runde größer. Bei der letzten Durchfahrt sind es bereits 6 Minuten 15. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich nur noch 12 Fahrerinnen im Rennen, wobei Nadja Heigl mit über 10 Minuten Rückstand aus dem Wettbewerb genommen werden muss. 11 von 26 gestarteten Teilnehmerinnen nehmen also die letzte Runde in Angriff. Nach einer Fahrzeit von 3 Stunden 01:13 setzt sich die 27-jährige Niederösterreicherin Sarah Reikes auf den letzten Metern ab und holt sich hier den Staatsmeistertitel. Knapp aber doch mit 4 Sekunden Vorsprung auf die Linzerin Barbara Mayer. Bronze geht an die Mountainbike-Marathon-Staatsmeisterin der letzten 2 Jahre, an Angelika Tatzreiter. Martina Ritter steht das erste Mal seit 6 Jahren nicht am Podest. Man sagt, der erste Titel ist immer der schönste. Sarah Reikes, wie schwierig war es heute für Sie, erstmals Gold zu holen? Ja, ich kann es eigentlich noch immer nicht ganz glauben und ich habe wirklich bis zum letzten Meter gekämpft und alles oder nichts dann im Zielsprint gemacht und es ist zum Glück dann alles geworden. Viele haben gesagt, die Strecke ist extrem schwer. Haben Sie es auch so empfunden? Ja, das sicher. Also ich war mit 3 anderen Damen unterwegs, die wirklich sehr gut bergauf fahren können. Ich habe jede Runde eben probiert, gut dabei zu bleiben und es war wirklich eine sehr selektive Strecke. Barbara Mayer, sehe ich da für den 2. Platz Freudentränen oder sind es Tränen der Enttäuschung? Das sind absolute Freudentränen. Wie war es denn für Sie heute? Ein wunderschönes Rennen. Also technisch schon wieder herausfordernd mit dem Stöckelpflaster, aber ich glaube, als Mountainbike hat man schon gewisse Vorteile. Die Kurven waren super, Serpentinen waren echt lässig zum Fahren, der Berg ist mir gelegen, war nicht zu steil, war angenehm zum Fahren und ja, habe nicht damit gerechnet, dass der Zielsprint wird und deswegen bin ich überwältigt, dass ich da halt vorne dabei war. Die Herren-Elite und U23 starten um 11.30 Uhr zu 9 Runden über das Kopfsteinpflaster. Vorher hat sich Harry Müllner im Fahrerlager etwas umgehört. Mit 18,5 Jahren ist Tobias Bayer heute der jüngste Teilnehmer bei dieser Staatsmeisterschaft. Mit welchem Gefühl geht man da ins Rennen, wenn man also gegen die World Tour Elite hier antreten muss oder soll? Ja, natürlich mit einem großen Respekt und die Runde ist richtig schwer. Viel Kopfsteinpflaster, viel Höhenmeter, aber wir sind einmal gespannt drauf, was wir so leisten können. Prestigeduell der heimischen Elitefahrer gegen die Worldtour-Profis Daniel Geismeier. Mit welchem Gefühl startet man da? Ja, ich freue mich auf heute. Ist die erste Staatsmeisterschaft für mich auf der Straße und ja, dementsprechend, ich denke, ich habe Außenseiterrolle, aber ja, ich denke, der Kurs ist für einen Mountainbiker so wie mich und oder der Alban Lacata, wo er startet, gar nicht mal so schlecht mit viel Pflasterstein und ja, ein bergiger Kurs und ja, ich denke, da ist viel möglich auf uns. Stefan Denefel, ist das heute eine Strecke für Sie? Ja, ich denke, das sollte mir eigentlich gut liegen. Es ist eine richtig schwere Strecke, relativ viele Höhenmeter. Aber natürlich sind natürlich einige gute Fahrer heute am Start, die was alles Trikot gerne tragen möchten. Georg Breidler, streben Sie an diesem Wochenende das Double an, nach dem Zeitfahrtitel auch auf der Straße?
Ja, also anstreben auf jeden Fall und es wäre natürlich ein Traum, aber sowas ist immer schwer und ich glaube, das gelingt in den seltensten Fällen. Kopfsteinpflaster für Sie eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Weder noch, also ich komme gut damit zurecht, aber es gibt bestimmt auch andere Spezialisten, die damit noch besser umgehen können. Ja. Hermann Bernsteiner, das ist heute eine etwas andere Staatsmeisterschaft als sonst von der Strecke her, vielleicht ein bisschen auch für die Mountainbiker maßgeschneidert. Rechnen Sie sich Chancen aus? Boah, für Mountainbiker, das werden wir erst sehen. Also es ist sehr viel Kopfstoff, aber es ist doch ganz unterschiedlich, wenn man da auf einem Straßenrad sitzt. Ja, die Höhenmeter, das kommt mir sicher entgegen, aber ich denke, es wird ein brutal hartes Rennen, also bis zum Schluss. Und es kann viel passieren, also vor allem Defektanfälligkeit, also ein bisschen Glück braucht man da heute auch. Aber ich denke, am Ende wird sicher der Beste gewinnen. Ricardo Zeudel kann heute bei der Staatsmeisterschaft eine starke Welser-Mannschaft, 7 Mann hoch, ein gewisser Vorteil sein? Nachteil ist sicher keiner, ja, aber ja, es ist, wie gesagt, Staatsmeisterschaften immer eigene Gesetze, eigenes Rennen, eigene Dynamik und ja, ich bin froh, dass wir mal in einer guten Mannschaft da sind, das macht es sicher mal einfacher, aber im Endeffekt wird sich entscheiden, wer die besten Vierzehn hat eigentlich. Michael Gogel, Sie sind schon Paris-Roubaix gefahren. Lässt sich das Streckenprofil heute ein bisschen mit diesem Klassiker vergleichen? Also ich glaube, jeder, der schon mal in Roubaix am Start war, weiß, wie hässlich das Pflaster dort ist. Und Gott sei Dank lässt es sich nicht ganz vergleichen. Also das ist ja eine Autobahn im Gegensatz zu dem. Und ja, definitiv, es wird aber ein irrsinnig schwieriges Rennen heute. Das Pflaster, die ganzen Höhenmeter, die wir zu absolvieren haben, also das wird wirklich eine harte Geschichte heute. Fährt man mit einem etwas geänderten Material gegenüber herkömmlichen Straßenrennen? Ja, definitiv. Ich werde jetzt keine genaueren Details verraten, aber ich habe meine Optimierungen betrieben. Und ja, schauen wir, wie das funktioniert. Gregor Mühlberger, ist das Unternehmen in Titelverteidigung des Meistertrikots für Sie realistisch heute? Ja, realistisch denke ich schon. Also ja, wir sind mit 3 Leuten am Start. Wir wollen das Trikot wieder ins Team holen. Ob es uns gelingt, werden wir sehen. Aber ich denke, ja, jeder ist gut drauf. Das Wetter ist super, die Strecken ist schön. Also wir gefallen uns auf ein super Rennen. Also keine Bedenken wegen der 80 Kilometer Kopfsteinpflaster, die heute warten? Nein, also es ist ja eher ein schönes Kopfsteinpflaster. Also es ist ja Kopfsteinpflaster, aber es ist nicht mal Klassiker ähnlich, würde ich sagen. Also von dem her, glaube ich, braucht man sich da nicht fürchten. Schon im Kopf ein bisschen, auch bei der Tour de France, oder vergessen Sie das jetzt einmal die nächsten 5 Stunden? Ja, schon mehr bei der Tour de France gewesen, die letzten Tage, aber natürlich die letzten 2 Tage direkt der Fokus auf die Staatsmeisterschaften heute. Und gestern haben wir sich den Kurs angeschaut, auch bei herrlichem Wetter und ja. Also ich denke, es wird über die 9 Runden sehr schwer werden. 4, 3, 2, 1, ab! Oh, das ist der Start. Für 9 Runden zu je 20 Kilometern, also 180 Kilometer gesamt und 3200 Höhenmeter, liegen vor den 80 Elite- und U23-Fahrern. Die Staatsmeisterschaft erstmals auf einem Großteil der Wiener Höhenstraße auszurichten, war im Vorfeld auf geteilte Meinungen gestoßen. Tatsächlich erweist sich die bei Hobbyradlern sehr beliebte Ausflugsstrecke im Renntempo gefahren als erwartet anspruchsvoll. Fast 9 Kilometer je Runde auf Kopfsteinpflaster, aufgeteilt auf 3 Pavé-Abschnitte. Die 80 Jahre alte Piste ist mittlerweile rumpelig, wellig, teilweise auch mit Asphalt notdürftig geflickt. Paris-Roubaix lässt grüßen. Am Anstieg auf den Kahlenberg setzt sich Andreas Graf ab. Max Kuhn und Daniel Lehner gesellen sich dazu und können bis zum Ende der ersten Runde 21 Sekunden auf das Feld herausfahren. Die Spitzengruppe hat nach einer Stunde Fahrzeit am Ende der zweiten Runde 37 Sekunden Vorsprung auf eine 14-köpfige Verfolgergruppe. Insgesamt sind nach 2 Runden noch 70 von 80 gestarteten Fahrern im Rennen. Graf verliert in der 3. Runde den Anschluss an die Spitze. Dafür schließt sich nun mit Tour de France-Teilnehmer Lukas Pöstlberger, einer der großen Favoriten der Führungsgruppe, an.
Dieses Trio fährt in der dritten Runde einen Vorsprung von über 2 Minuten heraus. Danach prägt zunächst Maximilian Kuhn das Rennen. Angesichts seiner bis dahin eher verhaltenen Mitstreiter macht er sich allein auf den Weg und kann so sogar bis zu 5 Minuten an Vorsprung auf das Feld herausfahren. Allerdings ist der Kufsteiner mit seinen Kräften nach einer 60 Kilometer Solofahrt am Ende und Manuel Bosch, Team Vorarlberg-Santig, Daniel Lehner, Team Felbermayr und auch Lukas Pöstlberger von Bora Hansgrohe ziehen an ihm vorbei. Erst auf der 7. von 9 Runden wird sprichwörtlich Dampf gemacht. Die World Tour Profis Gogel, Pernsteiner, Breidler, Mühlberger und Co. sorgen für die lang erwartete Tempoverschärfung. Vorne verliert zuerst Bosch den Anschluss an die Spitze und am Anstieg bleibt auch Lehner zurück. Pöstlberger ist nun auf sich allein gestellt und führt das Rennen solo an. Mit einem Guthaben von einer knappen Minute fährt er in die letzte Runde. Insgesamt sind nur noch 21 Fahrer im Rennen. Der anspruchsvolle Kurs und die Straße fordern ihren Tribut. Großes Pech hat in dieser Phase Stefan Denifel, dem die Kette herunterspringt. Kein Betreuer ist zur Stelle, wodurch der Österreich-Rundfahrtsieger in Folge nicht mehr aufschließen kann. Auf den letzten 2 Kilometern wird es im Kampf um Silber und Bronze noch spannend. Ricardo Zeudl fährt im Anstieg eine 1,5 Minuten Lücke zu und versucht an der Verfolgergruppe vorbeizusprinten. Pöstlberger wird indes bei der 1000-Meter-Marke von den zahlreichen Zuschauern angefeuert. Nach dem Titel im Jahr 2012 und Silber in der vergangenen Saison kann der Oberösterreicher 2018 wieder so richtig jubeln. Lukas Pöstlberger ist österreichischer Meister im Straßenrennen. Er genießt die Zieldurchfahrt gleich mehrfach, da er sofort hinter der Ziellinie von Ehefrau Veronika mit einem Kuss empfangen wird. Den Sprint um Platz 2 gewinnt Felix Großschartner vor Georg Breidler. Ricardo Zeudl belegt Platz 4 und baut damit seine Führung in der Radbundesliga weiter aus. Lukas Pöstlberger, zum zweiten Mal tragen Sie jetzt das Meistertrikot. Können Sie sich noch erinnern an den Triumph vor 6 Jahren, wo Sie als blutjunger Fahrer ganz sensationell den Titel geholt haben? Heuer, würde ich sagen, war es ja keine so große Sensation mehr, oder? Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Mein erster Sieg in meiner Karriere und das bei der Staatsmeisterschaft in Judendorf. Damals, da kommen natürlich die Emotionen wieder hoch. Ganz positive natürlich, wenn man da so das nochmal erleben darf und nochmal das Trikot jetzt überstreifen darf, ja, das ist schon ganz was Besonderes. 3 Wochen quer durch Frankreich im Meistertrikot, für Bora ist ja auch nicht ohne. Na klar, das ist natürlich umso schöner, ja. Erste Tour de France und das im Meisterkluft, das ist ein Wahnsinn, ja. Ich freue mich schon voll. Bora Doppelsieg bei der Straßenstaatsmeisterschaft, so wie im Vorjahr. Felix Oschartner, können Sie leben mit diesem Silbernen? Ja, natürlich. Wir haben schon vor dem Rennen gewusst, dass die Chancen sicher gut stehen für einen Sieg. Und dass wir dann einen Doppelsieg haben, ist für uns wirklich super und wir freuen uns riesig.
Es hat eben so viele Diskussionen gegeben über die mögliche Schwierigkeit der Strecke. Sie sind immerhin 80 Kilometer Stöckelpflaster gefahren. Wie schwer war es wirklich? Nein, war eigentlich okay, weil es recht schön gepflastert ist. Und war okay. Und echt mal auch irgendwas anders und so. Und ein bisschen, muss man sich mal ein bisschen mehr konzentrieren in die Abfahrten. Und die Zeit ist dann dadurch schneller vergangen. Dritter Platz beim Straßenrennen, zuvor schon der Titel im Zeitfahren. Georg Breidl, ein gelungenes Wochenende aus Ihrer Sicht? Ja, auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall zufrieden sein damit, mit diesen Ergebnissen. Und bin jetzt froh und freue mich auf eine 10-tägige Pause. Ja. Die World Tour Profis unter sich auf dem Stockerl, ich glaube, das ist auch etwas, was irgendwo im Hinterkopf immer dabei ist, weil es einfach auch eine Prestigeangelegenheit ist. Sehe ich das richtig? Ja, also Staatsmeister, ich glaube, wenn man das wird, das ist schon was Schönes, wenn man das ganze Jahr mit dem Trikot fahren kann. Und das ist auf jeden Fall einmal ein großes Ziel, ja. Die Strecke war im Vorfeld ja doch im Zentrum einer gewissen Kritik. Man hat gesagt, vielleicht wird es zu schwer. Wie war es jetzt letztlich wirklich nach dem Erlebnis, dass man es gefahren hat? Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Man hat, glaube ich, gesehen, dass bis ins Finale eigentlich eine halbwegs kompakt große Gruppe war. Von dem her kann man nicht sagen, dass es zu schwer war. Und der Kurs war eigentlich fair. Klar, jetzt für einen Sprinter oder so wäre es schwer gewesen. Also jetzt ein Marco Haller oder Bernie Eisel. Für die wäre das jetzt nichts gewesen und deswegen sind sie auch zu Hause geblieben. Aber jetzt für den Rest von den österreichischen Profis war es eigentlich, finde ich, ein schöner Parcours. Felix Gall, eine sehr prestigeträchtige Wertung haben Sie gewonnen als junger Rennfahrer, nämlich die U23-Meisterschaft auf einem sehr schweren Kurs. Sehen Sie sich in Ihrer persönlichen Entwicklung dadurch bestätigt? Ja, also jetzt die letzten Wochen ist sehr gut gelaufen bei mir, also die Form stimmt auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch gehofft, dass ich da heute ja, gut mitfahren kann und im Endeffekt ist es mir dann auch gelungen und bin ja, sehr, sehr glücklich darüber. Ist immer schön, wenn man ein Meistertrikot tragen darf dann, ja. Was fehlt noch jetzt sozusagen auf dem Sprung noch eine Stufe höher? Ja, also auf jeden Fall einmal die Konstanz. Man muss einfach ein gewisses Level haben, um dann wirklich auf Profi-Level fahren zu können, dass man das dann auch sogar über 2 Wochen halten kann. Und auch wenn man dann, wir haben jetzt die U23-Fahrer, also in unserem Team haben wir ungefähr 50 Renntage und die Profis haben dann 90 Renntage. Und das schon allein einmal das ist dann ein Unterschied. Und ja. Ricardo Zeutl, eine starke Leistung in der letzten Runde, wo Sie viel Zeit gut gemacht haben. Dennoch ist natürlich ein 4. Platz bei einer Meisterschaft ein bisschen undankbar. Dennoch zufrieden? Ja, sicher, 4. Platz ist ein bisschen blöd bei einer Meisterschaft, aber ich muss sagen, ich habe wirklich extrem gute 4 gehabt im Finale und das zählt für mich jetzt immer mehr. Ich freue mich jetzt nächste Woche und ich weiß, die Form super ist und ja, Gratulation an einen Böster, also wie gesagt, mit der Flucht oder was einer kriegt, ist auch nicht ohne, ja. Nur 20 von 80 gestarteten Fahrern kommen in die Wertung. Das Ergebnis der Radstaatsmeisterschaft 2018. Lukas Pöstlberger erreicht nach 4 Stunden 47,16 als Erster das Ziel. Zweiter wird Felix Großschartner, Dritter Georg Breidler, Vierter Ricardo Zeudl, Fünfter Stefan Rabitsch und Sechster Hermann Pernsteiner. Bei den Damen kann sich Sarah Reikes ihren ersten Staatsmeistertitel sichern und das vor Barbara Mayer und Angelika Tatzreiter. In der ÖRV-Rad-Bundesliga sieht es nach 6 von 10 Rennen folgendermaßen aus. Ricardo Zeudl führt mit 881 Punkten, vor Stefan Rabitsch mit 626 und Lukas Schlemmer mit 613 Zählern.